Es herrscht Krieg in Europa, meine Damen und Herren. Was wird dieser Krieg mit unserem Geldsystem machen? Was wird dieser Krieg mit unserem Gesellschaftssystem machen? Wir haben heute gesehen, dass auch wir jetzt in Deutschland in den Genuss von Helikoptergeld kommen, ähnlich wie es die Amerikaner im Corona-Jahr genießen durften. Also man sieht, der Staat springt jetzt schon ein, um uns die Spritkosten ein wenig erträglicher zu machen. Dazu gibt es dann noch wunderschöne Zuckerl durch den Staat für Erwerbstätige, Kindergeld etc. Also wir sind jetzt in einer Situation, in der die Amerikaner schon waren und die letztendlich ja dazu geführt hat, dass wir eine massive Inflation sehen. Eine Inflation, die eigentlich keiner hat kommen sehen, vor allem die Notenbanken nicht, die uns ja immer erzählt haben, oh, das ist transitory, das ist vorübergehend, das ist bald wieder vorbei und stellen jetzt fest, nö, ist nicht bald vorbei. Und darüber wollen wir in der neuen Folge von Boom und Bust sprechen. Ich stelle erstmal in der Regie den wie immer göttlichen Dennis vor. Dennis, sag einmal Servus. Ja, servus alle miteinander. Erstklassiges Bayerisch, Dennis, das hast du richtig gut drauf. Und dann will ich gleich, wenn wir schon mal Bayerischen sind, meinen norddeutschen Landsmann, nein, Landsmann ist er ja nicht, aber fast mein Nachbar gewesen, den Stefan Risse begrüßen, ehemaliger NTV-Moderator, jetzt bei einem Vermögensverwalter tätig. Ich sage Servus, Stefan. Ja, dann sage ich mal Moin, Moin. Moin, moin, ja, so sagt man in Hamburg. Mir begegnet ab und zu hier, wenn ich spazieren gehe, ein Amerikaner, der sagt immer Moin. Das ist auch ziemlich cool. Aber jetzt wollen wir zum Ernst der Sache kommen, denn die Lage ist ernst. Wir sehen massive Verwerfungen an den Rohstoffmärkten. Wir sehen, dass die Aktienmärkte nervös geworden sind. Wir sehen, dass die Notenbanken nervös geworden sind. Apropos Notenbanken, Stefan, jetzt haben wir ja sehr hawkische Aussagen durch die Fed. Die EZB ist noch ganz weit hinter der Kurve. Die Fed will jetzt so zumindest in die Kurve reinkommen. Die Märkte sind schon ein Stück weit vor der Kurve, indem sie praktisch schon wieder Zinssenkungen einpreisen, weil sie sich sagen, die Fed wird die Zinsen so stark anheben in eine sich abschwächende Wirtschaft, dass dann eine Rezession eintreten wird. Seht ihr das als Profi-Investoren ähnlich, dass die Fed gar nicht so viel die Zinsen anheben kann, respektive sie dann wieder senken wird? Und hat das dann Auswirkungen auf euer Handeln am Markt? Wie ist da bei euch die Also, Lage? ich sage mal so, wenn man in die Vergangenheit guckt, dann ist es eigentlich in den letzten 30 Jahren permanent so gewesen, dass sich ja die Analysten insgesamt bei keiner Prognose so sehr geirrt haben wie bei den Zinsprognosen. In Europa hat das fast noch mehr gegolten als in den USA. Ja, niemand hat ja diese negativen Zinsen bei Staatsanleihen vorausgesehen. Ich erinnere an Bill Gross, der als die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe auf null fiel, sagte, setze Chance of a Lifetime. Also, wo er sagte, das ist ja, es kann jetzt ja gar nicht weiter hochgehen mit den Anleihen. Die Anleihen müssen wieder fallen, die Renditen müssen wieder steigen. Und er hat sich furchtbar geirrt, weil wir sind dann tief ins Minus gelaufen, haben das Minus auch lange gehalten. Das hätte viel Gold gekostet, wenn man nicht Gold, Geld gekostet, wenn man darauf gewettet hätte. Insofern ist das nicht ausgeschlossen. Wir haben auch erlebt, dass die amerikanische Notenbank sehr flexibel ist. Jerome Powell hatte ja die Zinsen 2018 nochmal angehoben, als der Aktienmarkt ja auch schon eine ganz ordentliche Korrektur durchlief. Hat dann aber sehr, sehr schnell umgesteuert vom Autopiloten, der eigentlich die Zinsen weiter erhöhen sollte, und massiv gesenkt und Anleihekäufe dazu genommen, dann in der Corona-Krise. Und sollten die Amerikaner feststellen, dass auch ihre Wirtschaft stark getroffen wird von diesem Krieg, weil die Investitionen nachlassen, dann werden die ganz schnell auch bei der Geldpolitik umsteuern. Aber es ist natürlich nicht die komfortable Situation, die sie 30 Jahre lang hatten in Krisen, beginnend mit dem Börsenkrach 87, Südostasienkrise 97, Russlandkrise 98, Platzen Internetblase, 11. September, Immobilienblase. Nie gab es wirklich Inflation, immer konnte man die Zinsen senken. Jetzt haben wir eine höhere Inflation, das macht die Aufgabe bedeutend schwieriger. Aber wir sehen in den USA keine Rezession, damit auch keine Stagflation aufziehen. Die Amerikaner sind eher die Profiteure dieses Krieges, unserer Meinung nach. Warum? Naja, weil sie einfach weiter weg sind. Natürlich, ja, ist einfach so. Also ein Atomkrieg, der komplett eskaliert, trifft auch die Amerikaner, würde die Welt in Schutt und Asche legen. Aber es muss ja nicht so laufen. Ne? Wir reden jetzt ja gerade über das Thema Biowaffen, wo irgendwelche Wolken nach Europa rüberziehen können. Oh, da ist aus Versehen ein Atomkraftwerk getroffen worden. Waren wir aber nicht, waren die Ukrainer selber, würden die Russen sagen. Aber der Wind steht gerade Richtung Westen, wie damals bei Tschernobyl. Die Atomwolke zieht über Europa. Das braucht die USA in dem Moment nicht zu interessieren. Und wenn man dann nochmal guckt, welche Unternehmen werden denn die Gewinner sein?
dann sehe ich eigentlich, dass die Corona-Gewinner auch wieder die Kriegsgewinner sind. Weil was will ich denn, wenn Bomben fliegen? Dann will ich am Ende des Tages ein Eigenheim haben, am besten noch mit einem Keller. Und es sei daran erinnert, dass auch in Amerika in den 80er Jahren im Kalten Krieg, wo die Atommächte sich gegenüberstanden, viele sich irgendwelche Atombunker da ja eingerichtet haben. Auch dann investiere ich ins eigene Haus, dann befinde ich mich mehr im eigenen Haus. Und was mache ich dann? Dann sitze ich vor dem Rechner und mache Meta und mache Alphabet und brauche eine gute Ausstattung, was die Hardware betrifft, aber eben auch was Software betrifft. Also diese Idee Europa kommt im Jahr 22, weil hier die Zinsen noch nicht gesenkt werden, weil die Bewertungen tiefer sind, weil wir aber auch diesen Europa-Hilfsfonds haben, der jetzt erst ausbezahlt wird, während die Amerikaner ihre viel zu großen Corona-Hilfen, du hast das ja angesprochen, schon verschossen haben. Alle sprach für Europa für dieses Jahr. Dieser Krieg dreht dieses Bild und dreht dann damit auch unsere Portfolios wieder zurück dahin, dass wir den Amerika-Bias nicht senken, dass wir auch nicht den Bias in Big Techs senken, da wo wir engagiert sind, sondern eher an den Investments festhalten, die eben nicht so stark betroffen sind, eben auch von den Energiekosten. Ich meine, welche Stromrechnung hat Microsoft oder Meta? Klar, ihre Rechenzentren, aber kannst nicht vergleichen mit Chemie oder Stahl. Habt ihr dann Europa reduziert, europäische Aktien eher reduziert sogar jetzt durch den Ukraine-Krieg? Gott sei Dank sind wir in Energietiteln schon gar nicht drin gewesen. Gut, es gibt ja welche, die auch profitieren. BASF haben wir drin. Das ist so, die haben wir jetzt nicht rausgenommen, weil der Sturz ja auch extrem schnell kam. Aber wir wollten eigentlich Europa aufbauen und das haben wir nicht gemacht. Und wir haben jetzt ein paar Titel ausgetauscht und da kommen vor allem dann auch wieder amerikanische Titel rein. Also ihr setzt auf die atlantischen Brüder sozusagen und sagt euch, ja, okay, Tech ist wieder das Ding, was gut laufen wird. Dennoch hat Tech ja durchaus am stärksten verloren zunächst mal in dieser Korrektur seit Jahresbeginn. Der beste Trade, den man machen konnte, war Long Rohstoffe und Short Tech. Lange Zeit. Jetzt haben wir eine Erholung gesehen an der Wall Street. Technisch ist das eine Bärenmarkt-Rallye, Stefan? Wie siehst du das? Oder ist das jetzt der, gestern habe ich CNBC geschaut, da hieß es, ja, Allzeithoch sind nicht mehr ganz weit. Und da ist ein gewisser Optimismus. Klar, die Amerikaner sind auch weiter weg von der Kriegssituation in der Ukraine. Aber gestern hat ja Putin gesagt, ich will jetzt, dass Gas in Rubel bezahlt wird. Was wird das bedeuten? Wir können dann faktisch eigentlich kein russisches Gas mehr kaufen, weil wir damit diese Rubel nur bekommen würden über die russische Zentralbank. Die Commerzbank hat heute die Idee gebracht, naja, man könnte über einzelne russische Banken noch kommen, die nicht aus dem SWIFT-System rausgeschmissen werden. Aber für den Westen wäre das ja ein riesen Gesichtsverlust. Also wird das wahrscheinlich dazu führen, dass der Westen und vor allem Europa kein Gas mehr kauft. Das wird die, oder in the long run kein russisches Gas mehr kauft. Das wird die europäische Wirtschaft runterziehen und das trifft dann auch die Amerikaner. Der S&P 500 hat eine nicht unerhebliche Exposure zu Europa. Amerikanische Unternehmen sind in Europa aktiv etc. Also klar, bei Tech verstehe ich, Apple ist da vielleicht nicht so betroffen, aber die eine oder andere Firma wird dann vielleicht sich auch überlegen, ob sie neue Apple-Rechner sich nochmal holt etc. Also indirekt wird das die Amerikaner schon auch treffen oder seht ihr das anders? Du hast natürlich vollkommen recht. Der Krieg ist nicht so, dass irgendeine Region jetzt gewinnt und besser dasteht als ohne Krieg. Das ist nicht das, was ich sage, aber ich muss eben als Portfolio-Manager konfrontiert mit einer Inflation von über 5% in Deutschland, in Europa, wenn ich das Geld meiner Anleger anlege, überlegen, was mache ich damit? Gehe ich jetzt in Festverzinsliche? No way. Ich kriege nirgendwo mehr Zinsen. Ich müsste, wenn, in wirklich Hochrisikoanleihen gehen, damit ich am Ende noch einen positiven Realzins habe. Also bleibt mir am Ende nur die Aktie. Und wenn ich dann gucke, wo gehe ich hin, welche Region nehme ich, welche Branchen nehme ich, dann sind das die, die ich angesprochen habe. Es gibt natürlich gewisse Dinge wie zum Beispiel Baker Hughes Schlumberger. Die liefern ja Ausrüstung für Bohrlöcher. Die Amerikaner sind, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, die Amerikaner sind die größten Erzeuger von Gas und Öl. Kein Land exploriert so viel Öl und Gas wie die Amerikaner. Auch die Russen nicht. Die mögen mehr Reserven haben. Und es ist noch Potenzial da, ne? Dieses Fracking-Öl, dass da auch weitere, bei dem Ölpreis lohnt sich das ja, Fracking-Löcher wieder aufgemacht werden. Wir können das, und deswegen habe ich das nicht genannt, wir können das noch nicht kaufen. Wir sind die nachhaltigste Fondsboutique in Europa, nee, nicht in Europa, in Deutschland.
Und wir kaufen überhaupt gar keine fossilen Brennstoffe mehr, also sprich keine Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind und eben auch keine Zulieferer. Aber das gilt ja nicht für den Anleger, der hier zuhört. Das soll auch keine Anlageempfehlung gewesen sein. Aber da gibt es auch spannende Bereiche jetzt außerhalb von Tech. Und weil du mich ja angesprochen hast auf das Thema, ist da schon wieder viel Optimismus. Zunächst mal lässt sich festhalten, ich beobachte ja Stimmungsindikatoren sehr. Die Stimmungsindikatoren, die ich beobachte, haben alle Levels erreicht, wie wir sie im Tief des Corona-Crashes gesehen haben und wie wir sie immer mal wieder gesehen haben, wenn Märkte zusammengebrochen sind. Und sie sind dann eigentlich immer nur gestiegen, die Märkte danach. Das waren eigentlich immer die Einstiegszeitpunkte. Deswegen bin ich mal so mutig zu sagen, ja, das ist keine Bärenmarkt-Rallye. Das mag nicht so glatt nach oben laufen wie nach Corona, aber wir laufen wieder nach oben und wir sehen selbst trotz der relativ hohen Bewertungen auch der Nasdaq nochmal wieder Rekordkurse. Wichtig ist zu verstehen, dass diese ganzen Nebenwerte, die eben in dem Nasdaq 100 Index nicht drin sind, dass die brutal nach unten geprügelt wurden, viel mehr verloren haben als der Index. Und die werden sich auch nicht wieder erholen, diese non-profitable IT-Werte, die alle so hochgetrieben worden sind. Aber das, was Qualität hat, wird laufen und wird auch wieder neue Höchststände erreichen wahrscheinlich. Also das Anlegersentiment hat sich jetzt Stand heute wieder deutlich aufgehellt. Heute, jeden Donnerstag, kommt ja die AAII-Umfrage. Da ist der Anteil der Bullen wieder deutlich gestiegen. Logisch, wenn die Aktienmärkte raufgehen, werden die Leute auch wieder optimistischer. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass die Anleiherenditen in den USA, in Europa ja durchaus gestiegen sind. Das heißt, wir haben jetzt eine 10-jährige Rendite, also eine Anleiherendite in den USA, die deutlich höher ist als die Dividendenrendite beim S&P 500. Mithin, wenn sich also die Aktien im S&P 500 nicht verändern würden, würde ich mit der Anleihe mehr verdienen. Ja, ja, Dividendenrendite, ganz schlechtes Maß in Amerika, denn du darfst nicht vergessen, dass in Amerika ein ganz großer Anteil der Ausschüttung über Aktienrückkäufe läuft. Man sagt immer, oh, die Dividendenrendite in Amerika ist ja viel geringer als in Europa. Wenn du die Aktienrückkäufe mit reinrechnest, dann ist es beim S&P, war es zuletzt auch um die 3%. Die geben einfach aus steuerlichen Gründen das über den Weg zurück. Und wir gucken uns eben nicht nur die Dividendenrendite oder Dividendenrendite plus Aktienrückkäufe an, sondern wenn wir uns die Gewinnrendite der S&P 500 Unternehmen angucken, dann ist die immer noch deutlich, deutlich über der 10-jährige Anleihen. Und ein Aktionär verdient ja nicht nur das, was ein Unternehmen ausschüttet, mittelbar über Dividenden oder Aktienrückkäufe, sondern auch das, was es im Unternehmen entsprechend kumuliert. Gebe ich dir überall recht, nur die Earnings Yield ist auch negativ im S&P 500. Ne? Also die ist zumindest auf dem tiefsten Stand seit vielen, vielen Jahren. Nicht? Also du hast natürlich da sehr recht. Real betrachtet. Genau, also minus Inflation, nicht? Ja, klar. Momentan bei der Inflation, logisch, bist du ja. Auch. Aber nennen wir die Alternative, das ist ja der Punkt. Rohstoffe, also jenseits jetzt, ihr dürft ja nicht in den Energie, also in den fossilen Energiesektor, aber wenn ich mir so Sachen anschaue wie Nickel, Limit ab jeden Tag, Kupfer, Agrarrohstoffe etc., das dürftet ihr doch eigentlich machen. Seid ihr da engagiert oder nicht? Nein, weil wir nur in rentierliche Dinge investieren. Ich weiß nicht, ob du... Weißt du, was Warren Buffett zu Gold eigentlich sagt? Kennst du die Geschichte mit den Außerirdischen? Sag nochmal. Ja, Warren Buffett sagt ja, also wenn es Außerirdische gäbe, die technisch so weit oder weiter sind auch als wir, dass sie Fernrohre haben, mit denen sie auf die Erde gucken, dann werden die feststellen, Mensch, die Menschen machen da auch sinnvolle Sachen, bauen Krankenhäuser, versorgen ihre Kranken, fahren in Urlaub, fahren an die Nordsee, schauen spannende Serien. Aber bei einer Sache würden die sagen, also die buddeln da tiefe Löcher in die Erde, um in Staubform sowas gelb glänzendes rauszuholen. Dann schmelzen sie das ein in so Barrenform und dann buddeln sie wieder Löcher in die Erde, so ein bisschen mehr gerade, und bewachen Menschen dafür, damit sie das bezahlen, damit sie das bewachen. Und da wird es einem ja spätestens klar, wo ist denn da bitte Mehrwert für die Menschheit entstanden? Ja, BioNTech hat Mehrwert geliefert mit dem Impfstoff. Also zumindest Bill Gates, weil er konnte uns damit ja die Mikrochips spritzen. Nein, also die Ironie ist hoffentlich raushörbar. Du investierst in totes Metall und die größte Kraft, das ist ja wohl so dieser Erweckungsmoment des Warren Buffett gewesen, die größte Kraft einer Kapitalanlage ist, früher hätte man gesagt Zinseszins, aber den gibt es ja nicht mehr, die Wiederanlage der Erträge. Und die ganzen Rohstoffe, die du nennst, aber eben auch Gold, werfen ja keine Erträge in dem Sinne ab. Und da mache ich auch noch einen Unterschied zwischen Gold und Nickel. Nickel ist ja kein Investment. Das ist ja reine Spekulation auf den Preis, weil es am Ende auch wenn ich es recycle, ein Verbrauchsgut ist.
so wie das aber Öl. in Elektrofahrzeugen massiv eingesetzt wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt im Westen massiv nochmal unsere Bemühungen Nein, ich investieren. gebe dir in allem recht. Ich glaube ja auch. Also insofern investierst du in Elektroautos, wenn du so willst, ja, was ja Sinn macht. Okay, genau, aber was auch eben keine Anlage ist, weil auch die ja irgendwann auf der Halde dahin rosten. Ich gebe dir auch vollkommen recht. Ich glaube auch, dass diese Metalle weiter steigen werden, dass viele Rohstoffe weiter steigen werden. Ich hatte ja Inflation auch so ein bisschen vorausgesagt, wie du weißt. Du hast gesagt, niemand hat es vorausgesehen. Gut, dass es so schnell gehen würde, habe ich jetzt auch Aber das nicht war ja bei gedacht. dir im 18. Jahrhundert schon, nicht? Also. Und da sage ich ja auch irgendwie Rohstoffe steigend voraus. Aber das ist Spekulation, das ist kein Investment. Ein Investment kann nur in etwas sein, was da ist, was bleibt, meinetwegen Gold, auch wenn es keine Rendite abwirft, aber nichts, wo ich nur am Preis partizipiere. Und deswegen sage ich, man kann das machen als Spekulant. Und ich weiß, hier schauen ja auch Leute zu, die an den Märkten wahrscheinlich aktiv unterwegs sind. Und da bin ich völlig deiner Meinung, kann man machen. Aber bitte, bitte nicht hingehen und zu sagen, meine Geldanlage ist jetzt in Zukunft Nickel, Kupfer und Rohöl. Das ist kein Investment, das ist nichts, was auf die Dauer für die Altersvorsorge taugt. Daher muss ich nach wie vor gucken, okay, wenn denn nicht Aktien, welche Alternative? Und dann kann ich nur in den Immobilienmarkt gehen, weil ich da eine Mietrendite habe. Das ist aber auch sehr komplex. Das wird jetzt zu lang, wenn man darüber noch im Detail redet. Man hat eben auf der festverzinslichen Seite die Alternative nicht und deswegen muss man dann noch die am besten laufenden oder vermeintlich am besten in Zukunft laufenden Aktien kaufen. Das ist so unsere Herangehensweise. Okay, Stefan, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Jetzt wollen wir gleich mal nach einer ganz kurzen Pause uns der Frage widmen, wie schaut es jetzt eigentlich mit unserem Geldsystem aus? Ist das jetzt in Gefahr, nachdem wir vorher Corona hatten, massiven Nachfrageüberhang gegenüber zu wenig Angebot? Jetzt kommt der Ukraine-Krieg noch dazu. Haut es jetzt unser Geldsystem aus der Kurve, weil die Notenbanken die Kontrolle verlieren? Nach einer kurzen Pause unseres Sponsors XTB, mit dem man jene Aktien handeln kann, provisionsfrei, die du gerade thematisiert hast, Stefan, sind wir wieder da mit unserem Studiogast Benjamin Mutlak. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. An den Finanzmärkten bietet jeder Augenblick eine Möglichkeit. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Analysieren Sie die Situation. Wählen Sie Ihre Strategie. Und handeln Sie, egal wo Sie sind, so wie Sie möchten. Mit vollem Zugriff auf alle relevanten Daten und den wichtigsten Trading-Tools. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Sie zu unterstützen. XTB. Zeit zu handeln. Wir haben vorhin gesehen, dass Stefan Risse und seine Vermögensverwalterkollegen gar nicht so negativ sind für die Märkte, vor allem nicht für die amerikanischen, schlichtweg, weil die weiter weg sind vom Ukraine-Krieg, weniger betroffen sein dürften. Bei Europa ist man schon vorsichtiger. Aber wir haben vielleicht ein ganz anderes Thema. Vielleicht fliegt uns ja das gesamte Geldsystem aus der Kurve. Ist zumindest eine nicht unwesentliche Gefahr, wenn wir uns mal die explodierenden Inflationsraten anschauen. Viel zu wenig Angebot bei nach wie vor viel zu viel Nachfrage, Helikoptergeld auf der einen Seite, massives Drucken von Liquidität der Notenbanken auf der anderen Seite. Jetzt muss das alles wieder rückabgewickelt werden, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und wir wollen jetzt mal einen Blick in die Geschichte werfen, woran das liegen könnte, dass vielleicht hier die Dinge jetzt so ein bisschen schwierig geworden sind. Sie werden sich vielleicht erinnern, wir hatten in der letzten Woche den Thomas Mayer hier zu Gast, der auch ein Anhänger der österreichischen Schule ist, also jener Lehre, die sagt, naja, dieses Gelddruckmonopol der Notenbanken, das führt früher oder später zu Boom- und Bustphasen und die erleben wir immer wieder und wir müssen wieder zur Deckung des Geldes kommen, damit wir das nicht immer wieder erleben. Boom, dann Crash, dann Boom, dann Crash. Und jetzt haben wir heute einen Studiogast, der ganz ähnlich argumentiert und ich freue mich schon auf die Nettigkeiten, die sich dann unser Studiogast und der Herr Risse zuwerfen werden. Ich will ihn erst mal vorstellen. Es ist der Benjamin Mutlak, der folgendes Buch geschrieben hat, das ich jetzt mal stumpf in die Kamera halte. Es heißt Geldzeitenwende. Ich sage erst mal Hallo, Herr Mutlak, Moinsen. Hallo, freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Danke Ihnen und schönen Gruß an Wunderbar, alle. sehr, sehr gerne. Wir wollen uns mal vielleicht, Dennis, gleich mit der Thematik im Kern beschäftigen. Und der Kern, das war zumindest so ein bisschen,
das Thema letztes Mal mit Thomas Mayer war, Bretton Woods war letztendlich 1971 die Aufhebung der Golddeckung des Dollars. Und da haben wir eine Grafik mal vorbereitet, die Entwicklung der Konsumgüterpreise zwischen 1777 und 2021 zeigt. Herr Mutlak, was lernen wir aus dieser Grafik? Was kann man da rauslesen? Also generell gab es viele Zeitenwenden bereits in der Historie und wir stehen aktuell wahrscheinlich in den nächsten Jahren vor einer weiteren Zeitenwende. Das heißt, ob wir den digitalen Euro bekommen, digitales Zentralbankgeld oder eben einen Wettbewerb um das beste Geld, was auch Herr Mayer befürwortet hat. Und da beziehen wir uns natürlich auf die Entnationalisierung des Geldes, wie Hayek es gefordert hat bereits. Und die Grafik, die wir sehen, die verdeutlicht auch, dass Inflation keineswegs schon immer so gewesen wäre, sondern der goldgedeckte Dollar seinerzeit hatte 1914 eine 11% höhere Kaufkraft als 137 Jahre zuvor. Das bedeutet also, wie kommt das zustande? Weil die Produktivitätsfortschritte, die Wirtschaft halt damals oder die der technologische Fortschritt gebracht hat, wurden an die Halter des Geldes weitergegeben. Und das impliziert natürlich auch, dass wir Inflation haben können, obwohl wir vielleicht gar keine Inflation messen, aber wir haben Produktivitätsfortschritte. Das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Und 1914 kam es dann dazu, dass zum einen am 23. Dezember 1913 bereits die amerikanische Notenbank Fed gegründet wurde und das sogenannte Bruchteilreservesystem lanciert wurde. Und damals hatte man noch die formale Golddeckung, wie ich es hier in dem Buch auch genannt habe, von 20 Dollar gegen eine Unze. Dann kam 1929 der Crash, der vorher ein kreditbasierter Boom, dann folgte der Crash und der New Deal unter Roosevelt. Und da war die nächste Zeitenwende, 35 Dollar, dann eben eine Unze Gold, eine 75-prozentige Enteignung bereits. Und dann ging es weiter mit dem Gelddruck munter, bevor 1971 die formale Golddeckung halt aufgehoben wurde. Man hatte also sich eingestehen müssen, dass man mehr Zettel gedruckt hatte, als man an Gold vorhalten konnte. Die Haushalte mussten finanziert werden, natürlich auch die Kriege in Korea und später in Vietnam. Und auch zu 1914 muss man noch sagen, dass in einer goldgedeckten Währung es wahrscheinlich, ja, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr hätte man den Krieg finanzieren können. Also ist letztlich auch eine Friedenswährung. Und was nach 1971 passiert, das werden wir später noch etwas genauer beleuchten. Aber wir wissen selber, heute kostet eine Unze Gold im Bereich 1900, 2000 Dollar. Ich glaube, heute 1950 oder so sind wir in dem Bereich. Also eine wahnsinnige Enteignung der breiten Masse. Und das Problem ist halt, die Politik und auch die Notenbanken arbeiten da Hand in Hand, sind nicht mehr diszipliniert, weil man eben kein Gold mehr vorhalten muss. Und es gibt keinen Wettbewerb. Franz Böhm sagte mal, das beste Entmachtungsinstrument ist der Wettbewerb. Und deswegen spreche ich mich halt auch für den Wettbewerb um das beste Geld aus. Okay, Dennis, vielleicht können wir die zweite Grafik uns mal anschauen. Hier sehen wir die Wirtschaftsleistung pro Kopf in den Vereinigten Staaten. Das sieht ja eigentlich in Sachen Fiat-Geld gar nicht so schlecht aus, oder Fiat-Kreditgeld, wie die österreichische Schule es ja nennt. Wir sehen, also da geht es durchaus nach oben, was die Wirtschaftsleistung pro Kopf betrifft. Es gibt dann so kleine Rücksetzer, große Depression nach 29. Okay, aber ansonsten ist das doch eigentlich eine schöne Grafik, oder? Spricht nicht gegen das Fiat-Kreditgeldsystem, wie Thomas Mayer das, wie sie auch nennt. Ja gut, der Punkt ist ja, das Argument ist ja ständig, dass das goldgedeckte System die Wirtschaft abwürgen würde. Und diese Grafik ist eine logarithmische Darstellung, das muss man hinzufügen. Aber man sieht sehr schön, dass auch vor 1914 die Wirtschaft, also gemessen BIP pro Kopf, das ist also letzten Endes ein Wohlstandsindikator, dass es also auch stetig nach oben ging, dass es zwar kleine Krisen gab, aber nicht so eine große Krise wie nach 1929. Und das ist ja auch etwas, was Ludwig von Mises 1912 schon in seinem Werk Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel beschrieb, dass es halt zu Boom- und Bust-Zyklen kommt. Und das war eben vor 1929 so, es war ein kreditbasierter
Aufschwung. Es gab Wertpapierkäufe auf Kreditbasis und dann kam es eben zu dem großen Crash von 1929 und wir sehen es sehr schön, wie es danach herunterging. Und das ist natürlich etwas, was dann auch politische Folgen hatte, wenn man hier nach Europa blickt. Natürlich ging es danach auch wieder aufwärts und selbstverständlich ist es so, dass man mit Fiat Money viele Krisen auch kaschieren kann. Ich kann Krisen auch im Übrigen etwas Gutes abgewinnen, weil es wichtig ist, dass auch der ein oder andere Marktteilnehmer, das ein oder andere Unternehmen aus dem Markt mal ausscheidet. Und da werden wir auch noch später zu sprechen kommen, dass es eben nicht mehr passiert durch die künstliche Absenkung des Zinses und eben dadurch, dass so viel Geld zur Verfügung ist. Und ein Argument, das hatte ich gerade schon erwähnt, ist halt, dass in einem goldgedeckten System der Fortschritt nicht finanzierbar wäre. Also die Zeit vor 1914 war geprägt durch wahnsinnige Investitionen. Denken wir an den Nord-Ostsee-Kanal, das Eisenbahnnetz in den Vereinigten Staaten. Das war wesentlich kapitalintensiver als so manche Entwicklung der heutigen Zeit. Und das war halt auch möglich. Und Herr Mayer hat es, das habe ich mir natürlich sehr genau angehört, das Gespräch. Und da war Herr Risse und Herr Mayer, die waren sich ja auch nicht hundertprozentig einig. Es ist eben halt auch so, dass natürlich Startups hauptsächlich außerhalb der Bankbilanzen finanziert werden, eben durch Geld, was vorher schon gespart wurde oder eben, dass große Investoren dort Aktienpakete kaufen, im Vorfeld vorbörslich, wie auch immer. Das wird also nicht durch Banken finanziert. Also wenn Sie eine tolle Idee haben und Sie möchten die finanziert bekommen haben, dann werden Sie bei der Bank ohne Sicherheiten nichts bekommen. Insofern dieses Argument, dass die Golddeckung die Wirtschaft abwürgen würde, das gehe ich so nicht mit. Und wie gesagt, in einem Wettbewerb um das beste Geld wäre es halt auch möglich, dass man Innovationen fördern und investieren könnte. Mal erläutern, wir haben ja 1929 Goldstandard gehabt. Wieso gab es denn dann die große Krise und den Kreditboom, wenn wir doch dieses, ich sag mal, provokativ tolle Gold hatten, das uns vor einem maroden Geldsystem schützt? Ja, letztlich hat man sich ja eingestehen müssen 1934, dass man schon mehr Dollar gedruckt hatte, als man an Gold vorhalten konnte. Sonst hätte man ja nicht 1934 von 20 Dollar die Unze auf 35 Dollar die Unze umschwenken müssen. Also da hatten wir ja schon eine 75-prozentige Enteignung. Also das ist so in der Form, wie Sie das gerade gesagt haben, ja letztlich nicht aber richtig. Aber wenn Sie das sagen, eine Enteignung, bedeutet ja, dass Gold, der Wert des Goldes für Sie aller Maßstab ist für das, was auf der Welt an Besitz vorhanden ist. Und Sie wissen doch selber, die Goldreserven, die da in der Erde schlummern, sind begrenzt. Und wenn Sie jetzt hingehen und auch noch sagen, na gut, diese Anpassung, wie viel eine Feinunze wert ist, die hat dazu geführt, dass man dann auch diesen Crash 29 hatte, würde das ja bedeuten, wir müssten heute noch, was war jetzt der Betrag, bevor das angehoben wurde, unser Geld wäre heute immer noch, hätte immer noch die gleiche Bindung ans Gold zu dem damaligen Preis und wenn die Minen leer sind, dann habe ich kein Geld mehr im Wachstum mehr. Das ist doch vollkommen klar, dass das in eine Dauerrezession führen würde. Entschuldigung. Ja gut, also wenn Sie Ludwig von Mises gelesen hätten, das Werk, was ich gerade dann hätten Sie... aber das bringt uns, glaube ich, nichts, wenn Sie jetzt Bücher zitieren, die ich nicht gelesen habe. Argumentieren Sie selber. Warum? Das kann ich, ja, selbstverständlich gerne. Die Geldmenge selber ist gar nicht der entscheidende Faktor, sondern das Umtauschverhältnis dann ja letzten Endes. Also der Wert von Gold und der Wert von allem, was wir haben, von Bitcoin und Co., kommt ja zustande durch das menschliche Handeln. Und letzten Endes ist die Geldmenge an der Stelle gar nicht das Ausschlaggebende. Das hat man ja auch vor 1914 gesehen. Deswegen hatten wir ja 11% höhere Kaufkraft auch. Ja, also aber ist mir nicht klar, wenn ich nehmen Sie Bitcoin, ja, haben Sie 21 Millionen. Und wenn Sie sagen, da legen wir jetzt einen Preis fest, einen Bitcoin, 10.000 Euro oder 10.000 Dollar forever, dann habe ich, wenn alle Bitcoins geschürft sind, wenn die 21 Millionen da sind, habe ich keine Möglichkeit mehr, die Geldmenge zu erhöhen. So, wozu? Und dann, wozu auch? Ja, dann muss ich aber, wenn ich Wachstum erzeugen will, permanente Deflation haben. Und Deflation führt eben dazu, dass Menschen warten mit Anschaffung und Investitionen, wenn sie wissen, dass morgen alles billiger wird. Das ist nicht zwangsläufig so. Doch, natürlich. Ich habe eine Menge von Waren und ich habe eine feste Menge von Geld. Und wenn ich jetzt den Warenausstoß erhöhe, aber meine Menge Geld bleibt gleich, dann müssen die Waren sich dementsprechend im Preis verringern, dass die erhöhte Menge von Waren in Summe wieder genau das kosten, was sie an Menge von Geld haben.
Genau, der Preis kommt letztlich durch das menschliche Handeln ja zustande. Der ist dann Ja, frei. Gut, aber dann haben Sie dauerhafte Deflation. Dann haben Sie bei Wirtschaftswachstum, bei stärkerem Produktionsausschuss, haben Sie dauerhafte Deflation, wenn Sie die Geldmenge nicht mehr erhöhen können. Aber das haben Sie ja auch bei technologischem Fortschritt, wenn Sie sich ein iPhone oder sonst was anschauen, die werden ja auch, oder andere Geräte, die werden ja auch günstiger im Laufe der Zeit durch Fortschritt. Also das ist ja nicht so, dass die Menschen dann warten permanent. Ja, doch, natürlich. Also Deflation bringt das im Zweifel mit sich, nicht bei allen Gütern, aber bei anderen. Das ist nämlich ein anderes Thema jetzt, aber ich will Sie nicht zu lange aufhalten, weil wir wollen ja durch die Folien auch durchkommen. Also diejenigen, die investieren, müssten ja genau schauen, ob das Sinn ergibt oder nicht. Also sie müssen in einem gedeckten oder in einem Geldsystem, wo Geld noch knapp ist tatsächlich und jemand anders ersparen muss, damit Kredit vergeben werden kann. Da muss ja ganz anders gerechnet werden als in dem heutigen Geldsystem. Ja, und Sie können keine Krise mehr bekämpfen, weil Sie überhaupt gar keine Mittel haben. Aber ne, ich glaube, ich habe meine Argumente dargelegt. Wir haben auch nicht so große Krisen. Das ist auch nicht das Problem. Eine Krise ist ja durchaus etwas Gutes. Ich würde Krisen auch ruhig mal zulassen, damit sich Unternehmen, die ineffizient sind, dass die sich auch vom Markt verabschieden, dass eben kein Kapital und keine Human Resources, also keine Mitarbeiter in ineffizienten Verwendungen gebunden werden und dass sie dann wandern können in andere Unternehmen. Das ist natürlich auf den ersten Blick erstmal schmerzhaft, aber wir sind in der heutigen Zeit dazu übergegangen, jede Krise mit Gelddrucken zu bekämpfen. Und das ist ein großes Problem, weil eine Krise korrigiert ja nichts anderes als eine vorangegangene Fehlentwicklung. Deswegen das Wort Krise würde ich gerne mal, das führt in der Tat jetzt zu Weiterrisse. Ist auch interessant, was Sie sagen, aber das Wort Krise würde ich generell etwas anders konnotiert haben und konnotiert wissen, denn da ist halt auch eine große Chance, auch in der Krise. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso, nur gerade, also ich hab Sie so verstanden, dass Ihr gedecktes Geld Boom und Bust beendet und ich habe nichts gegen Boom und Bust. Ich glaube, das habe ich auch im Gespräch mit Herrn Mayer gesagt, das bringt viele positive Dinge hervor. Dann ist auch mal wieder was weg und dann starten wir wieder neu. Aber wie der Prediger Sir Rabindranath Tagore gesagt hat, fass die Flügel eines Vogels in Gold und er wird sich nie wieder in die Lüfte erheben. Das wäre bei Ihrem Geldsystem, glaube ich, mit der Wirtschaft genauso. Also ein Punkt dazu noch. Also Boom und Bust, also man wird Krisen nie abschaffen können. Und ich habe halt etwas gegen so epochale Krisen wie nach 1929. Und das ist eben das, was ein derartiges Geldsystem bewirken kann. Und ich bin auch nicht so eingestellt, dass ich sage, dass das goldgedeckte System oder wie da seinerzeit die Mark Banco, das wäre jetzt das, was ich präferieren würde, sondern ich würde mir in der Tat den Wettbewerb um das beste Geld wünschen. Das wäre das, was ich mir, und dann hätten wir auch Evolution und Fortschritt, weil die Menschen sich natürlich nur in dem Geld bezahlen lassen würden, was auch werthaltig ist. Also den Euro würde dann relativ schnell keiner mehr verwenden in der heutigen Zeit. Und dann würde er sich halt aus dem Markt verabschieden und andere werthaltige Geldsysteme oder Gelder würden sich dann durchsetzen. Das ist das, was ich mir wünsche. Also es ist vielleicht falsch rübergekommen. Ich wünsche mir auf jeden Fall nicht die alte Zeit unbedingt zurück. Ich wünsche mir eher den Wettbewerb um das beste Geld. Und auf jeden Fall hat der goldgedeckte Dollar die Menschen nicht so enteignet, wie das heute der Fall ist. Das ist die Kernbotschaft. Also Wettbewerb ums beste Geld, nicht wissensanmaßend vorgeben, der goldgedeckte Dollar wäre jetzt das, oder eine goldgedeckte Währung wäre jetzt das Nonplusultra. Also das ist nicht die Botschaft der österreichischen Schule. Wobei Sie damit dann eben auch nur die westliche Welt betrachten, ne? Dass da ganz viel Wohlstand in China und in anderen Ländern gleichzeitig entstanden ist. Das ist nämlich meine Theorie. Der Wohlstand, den wir weniger haben, oder den vor allem die breite Masse hat, das hat nichts mit dem Geldsystem zu tun. Das ist schlicht auf die Globalisierung zurückzuführen, weil unglaublich viel Angebot an Arbeitskraft entstanden ist in Osteuropa, in China. Und das ist vor allem Konkurrenz gewesen für die eher unteren Lohngruppen, weniger Ausgebildeten. Aber genau, ich kriege schon das Zeichen, wir müssen weitermachen. Ich finde es ja spannend, ist eine tolle Diskussion. Absolut, arbeitsteilige Welt, davon profitieren wir natürlich, ne? Das ist keine Frage. Sehe ich aber auch so. Wir sind ja jetzt an einem Punkt und ich glaube, das muss auch der Stefan eingestehen, auch wenn er da natürlich Gegenargumente hat, dass wir jetzt vor allem in Gestalt der EZB fast schon eine Planungsbehörde haben. Das hat er schon so fast sozialistische Fünfjahresplan-Charakter, was wir da sehen. Manche nennen das Zentralbank-Marxismus. Hier sehen wir also, dass letztendlich eine Institution auch für Klimapolitik plötzlich zuständig sein soll, macht Stresstests bei Banken
ob die denn auch nur saubere Energieträger fördern, was uns jetzt schon ein bisschen auf die Füße fällt, wo wir ein kleines Energieproblem haben. Dann hören wir von diesen Notenbanken, ach, Inflation ist doch kein Problem. Jetzt schießt die Inflation so massiv nach oben und das ist eben auch ein monetäres Phänomen. Nicht automatisch ist es so, dass Gelddrucken zu Inflation führt, aber unter bestimmten Voraussetzungen passiert das und jetzt haben wir praktisch einen Angebotsschock. Wir haben zu wenig Angebot, zu viel Nachfrage, zu viel Liquidität im System, das die Notenbanken vorher geschaffen haben. Und was passiert? Die Fed hat jetzt reagiert. Die Fed hat einen politischen Auftrag durch Joe Biden und die EZB hat einen fiskalischen Auftrag, der lautet, lasst unsere Südländer nicht absaufen. Das hat aber mit einer Unabhängigkeit der Notenbank beides nichts mehr zu tun, vor allem nicht bei der EZB. Und damit kommen wir jetzt in eine Situation, wo wir im Grunde eine Verstaatlichung der Geldpolitik haben und wir schlittern von einer Krise in die nächste. Wir hatten in den 70er Jahren eine Krise, die Volcker noch mal gerade gebogen hat. Wir hatten dann eine Dotcom-Blase, wir hatten dann vor allem die Finanzkrise und wir haben jetzt schon wieder im Prinzip eine Situation, ja, die zumindest krisenhaft ist, die jetzt natürlich durch diesen Ukraine-Krieg nochmal eine ganz andere Dimension bekommen hat. Wir kommen fast schon in eine Mangelwirtschaft. Man sieht ja teilweise schon, dass Diesel rationiert werden könnte bald. Also das sind jetzt völlig andere Dimensionen. Vielleicht gehen wir mal in dieser Grafik weiter, um diese Diskussion noch um ein paar weitere Ebenen vielleicht zu ergänzen. Und hier sehen wir die Entwicklung der Konsumentenpreise in den USA seit 1800. Und wir sehen, da gibt es offenkundig einen Zusammenhang zwischen der Aufhebung der Golddeckung und massiv steigenden Preisen. Oder wie sehen Sie das, Herr Mugler? Ja, absolut. Das ist ersichtlich. Also das, was Herr Risse sich wünscht, das ist halt genau der Punkt, dass die Menschen und die handelnden Personen in den Zentralbanken und auch die Politik sich eben an gewisse Dinge halten würden. Das machen sie aber nicht. Das ist das große Problem. Sie sind nicht diszipliniert und sie drucken eben mehr Geld. Und dann ist das, was wir hier sehen, die Folge, dass die Konsumentenpreise eben nach der Abkehr von der Golddeckung ja förmlich explodiert sind und auch die Verschuldung in den Staaten, die Geldmenge M3, das können Sie sich ansehen, das ist ein Wahnsinn, was da passiert ist. Und ein Wort zur EZB noch, das Mandat der Europäischen Zentralbank ist ja formal gesehen nur und ausschließlich die Bekämpfung der Inflation bzw. die Preisstabilität. Und das sind 2%, auf die man sich da geeinigt hat. Wie man das genau erreichen möchte, das sei mal dahingestellt. Mittlerweile ist es ja auch so, das hat mir auch niemand argumentiert bekommen. Die mathematischen Modelle sind gescheitert. Das hat auch Herr Mayer letztes Mal schon gesagt. Deswegen ist es vielleicht auch an der Zeit, die Ökonomie mal nicht als Naturwissenschaft zu sehen, sondern als Lehre des menschlichen Handelns. Und letztlich, was die EZB macht, sie finanziert die Staaten nahezu komplett durch. Ich glaube, 2020 95% der neuen Staatsschulden landeten bei der EZB. Also die monetäre Staatsfinanzierung ist de facto da und mit jedem Euro, den die Zentralbank dort ausgibt und mit jedem Euro Staatsverschuldung werden die Halter des Geldes halt enteignet. Also im Grunde durch die monetäre Staatsfinanzierung wird das Ziel konterkariert. Ja, und wenn man jetzt dann irgendwann so etwas wie den digitalen Euro einführen würde und dann die Kredit- oder Geldversorgung an grüne Klimabedingungen knüpfen würde, dann hätten wir tatsächlich den von Ihnen skizzierten Zentralbank-Marxismus, ja. Genau, und nach 1971, wenn wir mal eine Grafik vielleicht weitergehen, der italienische Statistiker Corrado Gini entwickelte den sogenannten Gini-Index oder Gini-Ratio und der beschreibt die Gleich- und Ungleichverteilung von Vermögen. Also das verwende nicht nur ich jetzt hier in meinem Buch oder heute in der Unterredung, sondern auch die Weltbank, die OECD, der Internationale Währungsfonds und so weiter. Werte näher Null heißen, es ist eine Gleichverteilung und da sehen wir, dass die Nachkriegsprosperität, also sind Daten aus den Vereinigten Staaten, dazu geführt hat, dass die Ungleichverteilung abgenommen hat. Und seit der Abkehr von der Golddeckung 1971 ist eben die Ungleichverteilung größer geworden. Noch keinen Politiker gesehen, der das mal in irgendeiner Art und Weise so angesprochen hätte und der Gini-Index ist also etwas, vielleicht, oh Herr Risse, hat jemanden gehört, ich nicht. Also Frau Wagenknecht, ja, stimmt. Also ist Politikerin nach meiner Erkenntnis. Stimmt. Also wir haben durchaus ein linkes Spektrum und auch Warren Buffett spricht das ja im Übrigen an und sagt,
ich müsste eigentlich viel mehr Steuern zahlen. Ich glaube, in Teilen, also Sie haben schon recht, die Frage ist halt, ist die Auflösung der Golddeckung die Ursache? Da hätte ich auch meine Zweifel. Ich glaube, es ist eher die Globalisierung und es ist in den USA, aber auch die Entwicklung des Steuersystems. Ab, wenn man so will, ja schon ein bisschen Ronald Reagan, aber eben unter George W. Bush, sodass eben Milliardäre wie Buffett kommen und sagen, ich zahle eigentlich viel zu wenig Steuern. Ne? Ja gut, die Erstempfänger des Geldes profitieren. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Den haben wir auch für unsere Zuschauer. Die Grafiken werden wir auch online stellen, glaube ich, Herr Fugmann, richtig? Genau, also wir werden, vielleicht darf ich das kurz sagen, dieses Buch von Herrn Mutlak, Geld, Zeitenwende, ist vor allem deswegen herausragend, weil es ein Kompendium an Grafiken ist, wie Sie hier einige sehen. Es ist eine kleine Auswahl da. Und das macht die ganze Geschichte faszinierend, weil Grafiken erzählen ja Geschichten sozusagen in Konzentratform. Und deswegen werden wir da unter dem Video, unter dem YouTube in den Kommentaren oder beziehungsweise in dem Text zu dem Link, den Sie hier aufgerufen haben, werden wir da auch einige dieser Grafiken zur Verfügung stellen. Be like me, join XTB. Ja, das sind Dinge, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind, dass man sich mal bestimmte Dinge klar macht, indem man solche Statistiken sieht. Das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt. Hier sehen wir diese Ungleichverteilung, die ja immer stärker zunimmt, auch der Vermögensverhältnisse. Aktienbesitzer, Immobilienbesitzer haben profitiert, die anderen eher nicht. Vielleicht gehen wir mal weiter, Dennis, in der nächsten Grafik. Da sehen wir Produktivität und Löhne. Da ist eine kleine Lücke entstanden, auch seit 1971. Also irgendwie klafft Produktivität und Löhne auseinander, Herr Mutlak. Was ist da los? Also ich gebe Herrn Risse recht, Frau Wagenknecht liegt ja in der Analyse oft sehr, sehr richtig. Sie verabreicht dann zur Heilung dann andere Pillen, als wir das machen würden wahrscheinlich. Was wir da jetzt, also vollkommen richtig, was Sie sagen, was wir da jetzt sehen, ist die Steigerung der Produktivität und die Lohnsteigerung in den Staaten. Und da sehen wir halt nach 1971, nach der Abkehr vom Goldstandard, eine Entkopplung. Und auch da hat Herr Risse natürlich einen Punkt, das hat nicht nur mit dem Geldsystem zu tun, sondern auch mit anderen Faktoren. Aber diese Korrelation zu diesem Datum ist schon enorm und wir sehen ja auch die Zahlen, das ist schon allerhand. Und wenn wir die nächste Grafik mal sehen, da kommt auch der Warren Buffett ins Spiel, der ja auch ganz klar anspricht, dass er gerne mehr Steuern zahlen wollen würde. Das ist ein Sonderthema, aber diese Korrelation, Bilanzausweitung der amerikanischen Notenbank FED von 1987 bis 2020, Faktor 40 und auch um diesen gleichen identischen Faktor konnte Warren Buffett sein Vermögen steigern. Also da scheint es schon einen Zusammenhang zu geben und es ist eben ganz klar so, dass wenn die Geldmenge ausgedehnt wird und sich das dann auf eine gleichgebliebene Anzahl Aktien verteilt, dass das dann nominal steigt. Man könnte natürlich auch die Aktien mal in Gold messen, wie auch immer. Dann stellen wir nämlich sehr schön fest, dass wir in Gold 35-40% unter den Höchstständen von 2001 notieren. Die Grafik habe ich Herrn Fugmann heute nochmal spaßeshalber zugeschickt im Vorfeld. Also ist auch eine interessante Diskussion, aber ganz klar die Korrelation, vielleicht hat Herr Risse dazu auch noch etwas beizutragen. Die Löhne und Gehälter sind übrigens natürlich deutlich weniger gestiegen. Ja, also da kann man sich natürlich immer die besten Zeitpunkte raussuchen. Gold 1980 bei 850. Ich glaube, einen ähnlichen Punktestand hatte der Dow Jones Index, der, glaube ich, ja nicht mal ein Performance Index ist. Dow Jones heute bei 24.000 und Gold bei, und ich bin ja durchaus für Gold nicht schlecht eingestellt, 1965. Aber ansonsten, Herr Mutlak, muss ich Ihnen vollkommen recht geben in der Beobachtung der Dinge. Also da ist ja nichts dran zu deuten. Wir haben ein Problem, was die Verteilung betrifft. Und gerade wenn Sie eben eine hohe Geldmengensteigerung haben, landet viel, auch das haben wir gesehen, an den Finanzmärkten. Und es werden alle die reich, die eben Immobilien haben, Aktien haben und die es nicht haben, die werden natürlich abgehängt. Und das ist ein Problem. Die Frage ist eben, da komme ich dann zu einem anderen Schluss, ist dann gedecktes Geld die Lösung? Das glaube ich überhaupt nicht. Aber ein Problem haben wir und da sind wir uns auch völlig einig. Genau, deswegen sage ich ja auch, der Wettbewerb um das beste Geld wäre die Lösung. Also ich maße mir nicht an zu sagen, das gedeckte Geldsystem oder jetzt der goldgedeckte Dollar, goldgedeckte Euro oder so, das wäre jetzt das Passende. Ich wünsche mir halt einen offenen Wettbewerb, weil Geld eben nach meiner Definition auch ein
ein Produkt ist ein Gut, es ist das marktgängigste Gut. Wir Menschen haben gewisse Werteskalen, gewisse Wertevorstellungen, auf der Basis haben wir Ziele und um diese Ziele zu erreichen, tauschen wir. Und dann tauschen wir halt das Geld gegen die Güter, um die Ziele zu erreichen. Und demzufolge wäre es auch wirklich angemessen, da einen Wettbewerb zu haben, damit wir auch Fortschritt haben. Das erneuere ich nochmal. Bei der nächsten Grafik, die hatte sich Herr Fugmann gewünscht. Das ist das Argument, was man mir auch in den volkswirtschaftlichen Vorlesungen an der Universität erzählt hat, dass eine steigende Wirtschaftsleistung auch eine steigende Geldmenge benötigt. Und wenn das parallel wachsen würde, dann wäre das ja auch okay. Dann würde die gestiegene Geldmenge durch eine gestiegene Wirtschaftsleistung absorbiert, aufgesogen werden, aber die Differenz wird eben jetzt mittlerweile durch höhere Preise absorbiert und das eben sowohl in den USA, in der Eurozone als auch in Japan. Bei der nächsten Grafik, da sehen wir sehr schön, was Herr Fugmann schon angesprochen hat. Das Euro-System wurde 1999 lanciert und hier ist abgebildet, wie die Geldmenge M3 gewachsen ist. Und das sind 211% von 1999 bis 2020. Die Beträge stehen da auch. Spare ich mir jetzt mal, das vorzulesen. Und der Punkt ist ja der, wie messen wir denn überhaupt die Inflation? Wir messen sie in Konsumgüterpreisen, wir messen sie nicht in Vermögensgüterpreisen. Sonst hätten wir schon deutlich eher als jetzt erst letztes Jahr eine Inflation ausweisen müssen. Und dann muss man natürlich sehen, wenn man gerade auch soziale Aspekte berücksichtigen möchte, wie sind denn die durchschnittlichen Löhne gestiegen? Und die sind in diesem gleichen Zeitraum um 56% gestiegen und die Häuserpreise um 80%. Das ist natürlich in einigen, ist der Häuserpreisindex von Deutschland also letztlich in manchen Regionen deutlich eklatanter mittlerweile. Extra nochmal nachgeschaut, 120% jetzt bezogen auf Ende 2021. Also das sind eklatante Zahlen. Das führt natürlich dann dazu, dass die Mittelschicht nicht mehr in der Lage ist, mit ihrem Arbeitseinkommen, ohne geerbtes Vermögen, wie auch immer, sich Wohneigentum zu kaufen. Es wird immer schwieriger. Es ist nicht unmöglich, aber es wird immer schwieriger. Und die Überschrift lautet eben, durch das Geldmengenwachstum wurden die Wirkungsgrade der Arbeitseinkommen massiv herabgesetzt. Und das ist eben ein großes Problem, auch die Art und Weise, wie die Inflation gemessen wird. Wenn man es in der Geldmenge M3 messen würde, wäre es vermutlich ein wenig realitätsnäher. Denn gut, es kommt natürlich darauf an, wo das Geld dann auch nachfragewirksam wird. Denn da kommt es dann zu Preissteigerungen. Umlaufgeschwindigkeit spielen viele Faktoren eine Rolle. Vielleicht kann Herr Risse auch nochmal da einhaken, was er denn zu diesen Zahlen sagt. Wir sehen aber ja gerade jetzt, das ist das, was den einfachen Bürger auf der Straße interessiert, wenn der tanken fährt und sieht, er zahlt über 2 Euro für einen Liter. Wenn die M3-Geldmenge steigt, interessiert den das relativ wenig. Wenn Aktien steigen und er keine hat und das auch überhaupt nicht sich dafür interessiert, auch da gibt es ja immer noch viele Bundesbürger, interessiert ihn das auch nicht. Deswegen glaube ich, ist das schon ganz gut, dass man für den allgemeinen Wohlstand schon die Verbraucherpreise misst. Aber ich komme ja also zur gleichen Analyse, dass wir eine sehr, sehr schwierige Entwicklung haben, die auch ja schon ein Gefahrenpotenzial in sich birgt. Ich glaube nur, dass es eben viel mehr auf die Globalisierung zurückzuführen ist, was wir erlebt haben in den letzten 30 Jahren, dieses Überangebot an Arbeitskräften, zugleich diese enormen technischen Sprünge und Innovationen, die eben auch große Produktivitätsschübe mit sich gebracht haben. Und dass die Notenbanken halt versuchen, so gut wie möglich damit umzugehen und immer in dem Versuch, und da haben die Amerikaner eben ihr Trauma, das ist nämlich nicht die Inflation wie bei uns Deutschen, sondern die Deflation 30er Jahre, sodass der Greenspan immer versucht hat, Deflation zu vermeiden. Und er hat halt immer in jeder Krise gesehen, okay, wir waren dicht an der Deflation, also Geld ins System. Und ich glaube, der Fehler, den er gemacht hat, war, er hätte Krisen länger laufen lassen können. Wir haben ja keine Hungersnöte gehabt oder schon standen vor politischen Umbrüchen. Es hätte mehr zwischendrin auch mal pleite gehen dürfen, mehr Settlement sozusagen und dann wieder neu aufbauen. Also das wäre meine Kritik. Ich sehe aber eben nicht so sehr, dass wir ein Geldsystem brauchen, wo Geld attraktiv ist, also Geldwerte attraktiv sind, sondern dass es eben wichtig ist, gerade wenn ich so ein großes Heer an Arbeitskräften habe, wenn ich ein großes Produktionspotenzial habe, dass das auch gehoben wird und dafür brauche ich Geld. Successful Manager, smart investor, nice guy. Who do you want to be?
You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can, when you trade with XTB. Okay, aber jetzt haben wir ja eine andere Situation, Stefan. Wir haben vorher eine Globalisierung gehabt, die latent deflationär war. Jetzt haben wir eine Deglobalisierung, so wie die ganze Geschichte aussieht, die dazu fürchten, dass im Grunde zwei Machtblöcke sich hier abtrennen. Auf der einen Seite China und Russland, auf der anderen Seite der Westen. Jetzt ist plötzlich nicht mehr das Problem, dass wir zu viele Arbeitskräfte haben oder diese Arbeitskräfte, die dann irgendwo in Asien sind, die Löhne drücken, sondern wir haben hier ganz konkreten Mangel an Arbeitskräften, was die Löhne nach oben bringen muss. Die Löhne steigen aber nach wie vor deutlich weniger als die Verbraucherpreise. Also es ist eine Situation, die wirklich gefährlich ist aus meiner Sicht, denn jetzt hat Herr Mutlak angesprochen, mit einem normalen Arbeitseinkommen kann ich mir keine Immobilie mehr leisten. Ich muss mich, wenn mir die Bank einen Kredit gibt, muss ich mich so hoch verschulden, dass ich wirklich auf Kante genäht bin. Wenn da irgendwas schiefläuft, ich krank werde, Arbeitslosigkeit etc., dann habe ich sofort ein Riesenthema. Und das ist doch jetzt der Prozess, den die Notenbanken verstehen müssen. Wir haben jetzt keine Globalisierung mehr, sondern wir haben Deglobalisierung. Was hat das für Konsequenzen? Da müssen wir drüber nachdenken. Und das wird jetzt so getan, als wäre alles so wie zuvor. Ein bisschen Inflation ist jetzt halt da. Aber es ist ein Strukturwandel, es ist ein Regime-Change. Wir haben jetzt wirklich eine komplett neue Situation und auf die muss man reagieren. Und es wird vor allem durch die EZB überhaupt nicht darauf reagiert, mit der Gefahr, dass uns das ganze System noch aus der Kurve fliegt. Das ist, glaube ich, die große Gefahr, die derzeit erkennbar ist. Aber vielleicht gehen wir mal weiter mit der nächsten Grafik, Dennis. Wenn du die mal freundlicherweise zur Verfügung stellst, ja. Genau, da sehen wir Daten zur Wirtschaftsleistung von 2007 bis 2020 und sehen halt, wie die Wirtschaftsleistung, das BIP, sich nach oben entwickelt hat und die Geldmenge eben deutlich stärker ist. Im Grunde eine ähnliche Grafik wie die Konstellation USA, Japan und Eurozone, was wir schon gesehen haben. Und die Botschaft ganz klar, dass eben die gestiegene Geldmenge nicht mehr durch eine steigende Wirtschaftsleistung absorbiert wird, sondern mittlerweile durch höhere Preise. Das ist genau der Punkt. Und nochmal zurück auch, was die Lohnsteigerungen angeht. Da titelte ein großes Blatt mit 4 Buchstaben, Namen jetzt vergessen, Gehaltsparadies Deutschland, 5% Lohnzuwachs etc. Das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit. 2,5% landen dann tatsächlich auch nur bei dem Arbeitnehmer. Das ist der Punkt und auch die Progressionsentwicklung ist ein Riesenfaktor, weil in den 60er Jahren war, glaube ich, der Faktor Durchschnittseinkommen, Höchstprogression 22, heute sind wir beim Doppelten ungefähr. Das heißt, die Höchstprogression greift deutlich stärker. Der Staat ist also ein großer Profiteur der Lohnzuwächse und der Inflation am langen Ende. Aber jetzt kriegen wir ja auch, Herr Mutter, jetzt kriegen wir ja auch Helikoptergeld, ne? Also. Ja. Es ist wunderbar, wir kriegen es jetzt hinten wieder raus. Ne? Du musst halt jahrelang bluten, dann kriegst du irgendwann ein Pflaster. Das ist doch auch eine schöne Geschichte. Vielleicht gehen wir nochmal zur nächsten Grafik. Dennis, was haben wir da? Das ist die schon angesprochene Zombifizierung der Wirtschaft. Also die kreative Zerstörung, wie Schumpeter es nannte, findet in dem Maße nicht mehr statt. Hat mir da mal Daten gezogen von Statista. 2009 hatten wir 32.000, also knapp 33.000 Insolvenzen und mittlerweile auf 2020 gerechnet nur 16.300. Das heißt also, dass sich auch aufgrund der künstlichen Absenkung des Zinses natürlich Unternehmen am Leben halten, die eigentlich bei einem Marktzins oder bei einem höheren Zins sich verabschieden würden. Und da wird halt dann Kapital und natürlich auch Mitarbeiter in ineffizienten Unternehmen gebunden. Und das macht die gesamte Volkswirtschaft dann in gewisser Weise deutlich ineffizienter. Die Produktivität leidet. Und natürlich, die faulen Kredite saldieren sich dann in den Bilanzen der Banken. Ein großes Problem. Herr Risse, was sagen Sie dazu? Ja, ich nehme hier noch einen anderen Aspekt hinein. Die Tatsache, dass die Unternehmen nicht mehr sterben, weil sie mit Minigeld oder Minizinsen am Leben erhalten werden, das ist ja eigentlich eine Politik, diese Minizinsen, um Inflation anzukurbeln. Die haben wir ja gesehen, als die Inflation immer eher unter 2% war. Wenn sie aber zu dieser Entwicklung kommen, dass die Unternehmen und damit ja auch alle Produktionskapazitäten erhalten bleiben,
durch diesen tiefen Zins, dann fördert das ja eher Deflation als Inflation. Da funktioniert ja diese Politik nicht mehr. Sie kurbeln zwar auf der einen Seite auch Nachfrage an, sie halten aber auch so viele Produktionskapazitäten am Leben, weil keine Unternehmen wegsterben und damit eben den Preisdruck und die massive Konkurrenz dieser Unternehmen. Insofern gebe ich Ihnen recht. Und da sind wir an dem Punkt, den ich sagte, man hätte in den Krisen, die wir gesehen haben, in der Zeit des Fiat-Geldes, zu großen Teilen war Greenspan der Notenbankpräsident, man hätte länger warten müssen und hätte mehr sterben lassen müssen und nicht immer sofort den nächsten Schub Geld rein, die noch billigeren Zinsen. Also da würde ich schon eben auch Kritik üben daran, wie diese Politik gelaufen ist. Aber du hast recht, Markus, es ist die Vergangenheit. Jetzt haben wir eine andere Situation und jetzt müssen die Notenbanken damit umgehen. Und meine Hoffnung ist die, dass es halt ähnlich läuft, das habe ich im Gespräch mit Herrn Mayer ja auch schon gesagt, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt haben wir auch noch einen Krieg, das passt jetzt auch noch viel besser rein, nämlich, dass wir tatsächlich höhere Inflationsraten haben, über die wir dann doch einen Teil der Schulden, die nicht nur die Staaten haben, sondern eben auch die Unternehmen haben, wieder loswerden. Aber das ist doch genau das Problem, Stefan. Wenn du dieses süße Gift des Gelddruckens hast, um Schmerzen zu vermeiden, um Krisen zu vermeiden, dann nimmst du das. Das ist doch sozusagen systeminhärent. Ja? Also aber wenn du keine Inflation hast, aber jetzt haben wir Inflation, ja, jetzt okay. Kann man es nicht mehr so wild treiben vielleicht. Genau, und das ist ja jetzt eigentlich das Thema, die Notenbanken sind kastriert, wenn man so will, weil sie jetzt diese, wir retten alles, jede Krise schütten wir zu, das können sie jetzt nicht mehr machen, nicht ohne die Inflation weiter. Ja, und ein wichtiger Aspekt zum Zins. Der Zins ist das wichtigste Preissignal einer Volkswirtschaft oder ein sehr wichtiges. Es kommt zu einer massiven Ressourcenverschwendung, wenn Sie halt den Zins künstlich absenken, ja, weil sich Investitionen rechnen, die sich eigentlich gar nicht rechnen würden. Insofern hat das auch Umweltschutzaspekte. Morgen ist ja wieder Freitag, der berühmte. Das würde ich auch gerne mal auf die Agenda rufen, das mal als kleinen Einwurf meinerseits noch. Eine Unterbindung von Wettbewerb, die jetzt passiert, das ist sozusagen nicht konstruktiv. Wir haben letztendlich dann damit verbunden auch eine Unterbindung von Freiheitsrechten. Und das ist ja die Spirale, mit der wir es jetzt zu tun haben. Wir werden einen Nanny-Staat bekommen, der uns jetzt Almosen ausschüttet, weil die Benzinpreise so hoch sind. Also wir sind jetzt bei der nächsten Krise, die wird jetzt auch wieder sozusagen abgedämpft durch Liquidität und da ist irgendwie kein Entkommen möglich. Stefan, wird oder? Aber gefeiert, auch von eher stabilitätsorientierten Volkswirten, weil dann ja keine Lohnpreisspirale kommt, dann müssen ja nicht die Löhne die gestiegenen Energiepreise entsprechend ausgleichen, sondern der Staat sorgt dafür, auch wenn man das durchaus kritisch sehen muss. Aber gerade weil wir darüber reden, bin ich ja nicht abgeneigt zur Modern Monetary Theorie, weil ich da eben dafür sorgen kann, dass das ganze Geld, was ich einfach nur durch billige Zinsen oder durch Anleihenkäufe reinschiebe, am Finanzmarkt landet, sondern weil ich über den Weg Mal die ideale Welt vorgestellt, wir hätten verantwortungsvolle Politiker. Haben wir aber nicht, Stefan. Allein daran scheitert doch die Theorie schon. Nehmen wir mal an, es gäbe ein Konstrukt, so wie heißt da unser größter Hedgefondsmanager, Ray Dalio, das vorgeschlagen hat, dass nicht eine Regierung, die gerade im Amt ist, das einfach so nutzen kann, sondern dass das verantwortlich gehandhabt wird, dann kann ich über den Weg direkt das Geld steuern und dann habe ich zwei Zinsen, dann habe ich den Zins für den Staat, der eingreifen kann, wenn es Eingriffe geben muss und der ist eben dann bei Null, während ich für die freie Wirtschaft den Zins durch Angebot und Nachfrage bilden kann. Ich finde, das hat was für sich. Ich bleibe dabei. Aber ich weiß, dass in Deutschland, ich sehe die Kommentare schon wieder, ich habe sie auch unter dem Meier. Lass uns doch meine eigene Sendung mit solchen Ansätzen nichts werden, ich bleibe trotzdem. Ja, wir können doch mal eine eigene Sendung zu MMT machen. Das wäre vielleicht eine gute Geschichte. Aber wenn wir das jetzt noch hier anreißen, dann wird das vielleicht zu voluminös. Und wir schauen vielleicht nochmal die allerletzte Grafik an, die wir jetzt vorbereitet haben. Dennis, wenn du noch wach bist, da ist er. Also ein wichtiger Punkt an der Stelle, man darf nicht vergessen, dass der Mensch handelt. Das ist das Einzige, was wir wissen letzten Endes auch. Und der Punkt ist, Sie können noch so tolle Regeln aufstellen. Man hat uns ja auch vor 1999 ganz klar versichert, dass kein Land für das andere haftet und so weiter. Die Regeln werden so aufgestellt, wie die politische Klasse das gerade benötigt. Die wollen wiedergewählt werden und dementsprechend tun sie alles dafür, dass sie halt dann auch Stimmen kaufen durch irgendwelche Wählergeschenke.
Das ist das große Problem, was ich da sehe. Und letzten Endes ist es ja einfach nur Keynes 2.0. Ich habe da große, große Zweifel. Das Disziplinierendste ist der Wettbewerb und dabei bleibe ich auch in meiner Auffassung. Aber wir können das gerne mal ausdehnend diskutieren. Die Staatsquote. Genau, da sehen wir das nächste Problem im Mutlack, das ist die Staatsquote. Das heißt, die geht immer weiter nach oben. Das ist die Kehrseite dieses Nanny-Staates, der sozusagen immer mehr Leute in diesen, wie Thomas Mayer es nennt, Versicherungsstaat mit reinnimmt. Und das schafft natürlich eine Mentalität. Wenn ich eine solche Staatsquote habe, dann werde ich eben nicht mehr Unternehmer haben. Ich kann mich in meinem Studium erinnern, die Leute, die wollten alle irgendwie als Angestellte in einen dicken Konzern gehen, wo sie dann, ne, also im Zweifel, wenn sie da mal einen Fehler machen, fliegen sie vielleicht raus, aber kriegen eine Abfindung. Aber wer Unternehmer ist, der trägt die Haftung für das, was er tut. Und das ist eben eine Mentalität, die in Deutschland zunehmend verloren geht. Und das ist wie so ein Teich, den ich ersticke, indem ich immer den Sauerstoff rausziehe, in dem immer mehr Staat hier der Fall ist. Und unsere Beamten sind ja durchaus nicht unprivilegiert in mancherlei Hinsicht, dass wir jetzt eben immer weiter weg von Wettbewerb, freier Wirtschaft kommen und das letztendlich dann unseren Sozialstaat auch gefährdet, weil der muss irgendwie finanziert werden. Und auf Dauer sehe ich nicht, wie das noch gelingen kann eigentlich. Aber mal ein Einwand aus der Praxis. Welches Land hat denn in den letzten 10, 20, 30 Jahren das erfolgreichste Wirtschaftsmodell? China. Und China ist kein Land, das durch ein Geldsystem sich auszeichnet, in dem Wettbewerb herrscht. China ist ein absoluter Nanny-Staat, wo sehr, sehr viel staatlich gesteuert wird über Investitionen. Dieses Argument, wenn der Staat viel macht, geht alles in die Hose. Klar, Stuttgart 21, Flughafen Berlin. Ja, offenbar funktioniert es in Deutschland nicht mehr in Teilen so gut, wenn der Staat investiert. Aber China ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch über staatliche Steuerung, auch wie sie jetzt diese Immobilienkrise handeln, es kommt nicht zur Kettenreaktion wie nach Lehman in den USA, weil der Staat sagt, okay, wir lassen da zwar mal so einen Immobilienentwickler pleite gehen, aber die Banken, da halten wir schon wieder die schützende Hand drüber. Deswegen finde ich das Argument, es kann ja auch anders laufen, auch mit großem staatlichen Einfluss, dass das okay, nicht Stefan, heißen muss, dass wäre, ich die Bürger überwache. Wie wäre die chinesische Wirtschaft gelaufen mit einer freien Marktwirtschaft? Das wäre mal eine interessante Frage, die wir uns stellen können. Und China ist ja noch sehr, sehr jung. China war Jahrtausende fast, Jahrhunderte lang die führende Wirtschaftsmacht der Welt, dann mal 200, 300 Jahre nicht. Also dieses Potenzial war ja schon lange da. Und es ist selbst mit einem ineffizienten System hat es sich so entwickelt, wer weiß, wie es sich entwickelt hätte mit einem effizienten System, das durch Wettbewerb entsteht. Und die Geschichte zeigt eigentlich, dass Wettbewerb immer gut ist, weil es sozusagen leistungssteigernd ist, weil schwache Subjekte, schwache Wirtschaftssubjekte ausscheiden, die tendenziell Ressourcen an sich binden. Also diese Frage ist nicht geklärt und wie es mit China weitergeht, mit diesem System ist auch noch nicht geklärt. Also das müssen wir noch abwarten, Stefan, wenn man in die jüngste Vergangenheit blickt. Okay. Der Punkt bei China ist natürlich auch, dass der Staat die Bürger derart kontrolliert und das menschliche Handeln eben so weit einschränkt, dass da viele Dinge deutlich kalkulierbarer sind, als es hier der Fall ist. Und ich glaube nicht, dass wir ein Gesellschaftssystem uns wünschen wie in China. Natürlich, der Aufstieg ist phänomenal und das ist schon richtig. Allerdings muss man auch, wenn wir jetzt über die Staatsquote sprechen, was misst denn die Staatsquote? Die Staatsquote misst den Anteil des Staates an der Wirtschaftsleistung. Und da stellen wir eben fest, dass vor 1914 10-15% Staatsquote war und seitdem explodiert die Staatsquote. Und mittlerweile sind wir bei über 50%. Helmut Kohl sprach damals davon, dass er sagte, über 50% ist Sozialismus. Und das eben mit all der Ineffizienz. Sie haben es schon gesagt, Stuttgart 21, Berliner Flughafen. Soll ja mittlerweile auch Flugzeuge geben, die dort starten und landen, aber deutlich teurer, deutlich später in Gang gekommen. Und also ich würde mich da, und auch das haben Sie schön angesprochen, Herr Fugmann, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen sich frei entfalten können. Und natürlich, wenn der Staat einen geringeren Anteil an der Wirtschaftsleistung hat, dann haben die Menschen mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten, unternehmerisch tätig zu sein. Und ich befürworte auch als Kind des Mittelstandes natürlich den Mittelstand und bin der Auffassung, dass da kleine, effiziente Unternehmen deutlich manövrierfähiger sind als große Supertanker. Und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Botschaft an der Stelle, dass der Mittelstand gestärkt werden sollte. Dann hätte ich aber noch eine, also bei aller
Liebe zur geringen Staatsquote. Wir wollen aber nicht festhalten, dass in der Zeit der Industrialisierung, also da irgendwo zwischen 1890 in Richtung 1925 gehend, dass es da der breiten Masse und den Arbeitern besser ging als heute, oder? Das nee, aber es ging bergauf. Es ging im Vergleich dazu vorher doch relativ steil bergauf. Gerade dieser Zeitraum 1890, Deutschland, Industrialisierung, massiver Aufstieg etc. Gab es auch viel Elend, Industriearbeiter etc. Und was hier den Mittelstand betrifft, ich bin hier in einer Wohngegend, wo viele Leute in sehr großen Konzernen arbeiten und da auch teilweise nette Managerpositionen haben. Die sind von einem Meeting zum nächsten. Meeting. Und dann sage ich, wann arbeitet ihr denn überhaupt? Ja, zwischendurch mal so ein bisschen. Also die sind permanent. Da ist also wenig. Das nennt man Meningitis. Genau, Meningitis, Meningitis, wie auch immer. Aber, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir vielleicht ein paar Anregungen gegeben haben. Der eine sagt, der Herr Risse hat recht, der andere sagt, der Herr Mutlak hat recht. Aber es ist eben das, was wir machen wollen, Denkräume zu öffnen, Perspektiven zu zeigen. Wir wollen Grafiken, Bilder zeigen, die Fakten auf den Punkt bringen. Diese Fakten kann man anders interpretieren. Aber ich glaube, das ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Verlieren wir an Freiheit? Werden wir immer sozialistischer sozusagen? Behindern wir immer mehr Wettbewerb? Machen wir es den deutschen mittelständischen Unternehmen immer schwerer, die eigentlich ja die Basis unseres Wohlstands waren in den letzten Jahren, diese Hidden Champions? Welchen Weg gehen wir jetzt auch angesichts dieses Krieges, der in der Dimensionierung gar nicht absehbar ist? Das war ein kleiner Streifzug durch diese Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich zunächst bei Dennis, dem Göttlichen, der die Grafiken wieder wunderbar eingeblendet hat. Natürlich bei Herrn Mutlak, unserem Studiogast. Vielen Dank, Herr Mutlak. Ich danke Ihnen. Und ganz wichtige Botschaft natürlich, dass man die Diskursfähigkeit nicht verliert und dass man sich genau. Auch von unterschiedlicher Auffassung und unterschiedlicher Denkrichtung entstammt, dass man dann trotzdem vernünftig miteinander diskutiert, so wie wir das heute gemacht haben. Und da freue ich mich auf eine Fortsetzung, Herr Risse. Ja, absolut. Und wichtige Botschaft auch, kaufen Sie nicht nur mein Buch, kaufen Sie auch das Buch von Herrn Mutlak, weil dann haben Sie diese beiden Gegensätze sachlich vorgetragen, ich oder? Ich danke Ihnen allen. Wunderbar. Genau. Und vielleicht kann man abschließend ja auch noch feststellen, so weit, in manchen Fragen liegt man weit auseinander, aber dann stellt man doch fest, dass man manche Dinge doch erstaunlich ähnlich sieht zumindest. Das hat die Diskussion, glaube ich, ergeben. Danke, Stefan, auch nochmal. Es war mir eine Freude. Ich wünsche einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Ich sag's. Servus und ciao. When you trade stocks, be like me. Trade with XTB.